Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Outlast. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, hier bei dem brennenden Vater und den Kirchenglocken. Denn hier sind nichts Intaktes, ne? Aber die Glocken gehen immer. Wir wollten zum Ausgang. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch Dokumente habe. Notizen, nee. Da kommt bestimmt was auf uns zu, ja. Ja, aber ihr bleibt noch friedlich, oder wie? Na, guck nicht so. Oh Mann, ey. God always provides a way. Okay. Hier lang, oder wie? In den Luftschacht, oder was? So sieht's aus. Ab in den Luftschacht. Warum habe ich so ein Gefühl, dass ich jetzt da drüben beim Kino rauskomme? Oder nee, bei dem... Nee, komme ich nicht. Toll. 1A. Top. Oh Mann, ey, ich wollte entspannt zum Fahrstuhl gehen. Jetzt das Fußkettchen wieder da. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Wer? Liegt da über mir noch jemand? Oh, jetzt macht er die Tür wieder auf. Aber wo ist er? An welcher? Na, ey, hab ich Schweigen gehabt, dass ich hier drunter passe. Da drüben sind Koffer. Das war kacke. Ey, wenn ihr hier drunter guckt, habe ich ein Problem, ne? Ist er jetzt nebenan oder wo ist er? Kann ich in diesen Luftschacht wieder zurück, wo ich hergekommen bin? Das ist ja die Frage. Overwatch wäre jetzt entspannter. Glaube ich. Wo sind wir jetzt überhaupt? 21? Echt? Okay. Ich weiß gar nicht, bis wohin ich Striche habe. Der kommt ja gar nicht mehr rein, was? Gehe ich jetzt raus? Mir wäre es lieber, wenn die Tür auftritt. Jetzt! Der ist irgendwie ganz nah. Er kommt noch näher. Ja, komm näher. Ja, aber in welchem Raum ist er denn jetzt? Nachbarraum oder was? Ich kann doch jetzt nicht einfach 20 Minuten warten, bis er alle Türen aufgetreten hat. Oder? Gehe ich da jetzt raus? Ja, ein bisschen doof, ne? Oder? Ich glaube, ich sollte erst warten, bis er hier fertig ist. Und dann gucken, in welche Richtung er geht. Und in die andere Richtung laufen. Na, was denn jetzt? Junge! Da hat er nur Eintritt gebraucht. Was meinen jetzt? Könnte ich mal Vorschläge im Chat kriegen, was ich mache? Eigentlich können wir ruhig rausgehen. Wir haben eben einen Speicherpunkt gehabt, ne? So weit ist es noch nicht bis hierhin. Wir haben eben direkt einen Speicherpunkt gehabt. Beim Priester. Das dauert mir jetzt so lange, bis er fertig wird. So viele Türen waren da doch auch nicht, oder? Ich bräuchte mal Tipps aus dem Chat. Was soll ich tun? Hallo? Momentan liegst du mit vollgeschissenen Hosen unterm Bett. Ja, ich will nicht den Ist-Zustand. Ich möchte in die nähere Zukunft gucken. So die nächsten 2 Minuten. Was habe ich zu tun? Mimimi. Mhm. Tommy vor, doch weiß ich. Was hat sie mir direkt unter den Bus geworfen? Was habe ich unter den Bus geworfen? Ganz schön dunkel. Ich glaube, diese Tür tritt er nicht ein, weil er hat jetzt schon länger keine Tür. Sein Meinungsspuck ins Gesicht. Könnten mal andere was dazu schreiben, vielleicht nicht gerade unbedingt Run, der genießt nicht unbedingt mein Fuß. Ja, Run.
Okay. Das ist doch jetzt direkt gegenüber. Da warte ich noch mal eben ganz kurz, bis er da wieder raus ist. Lass mich raus! Lass mich durch! Ach du Scheiße! Nein! Nein! Hallo? Der hat mir einen Arm ausgerissen! Oder? Oh, nicht schon wieder Déjà-vu hier. Hat schon aufgehört. Jetzt wiederholt sich das aber nicht nochmal so. Das machen wir irgendwie anders. Ich muss in die andere Richtung. Ich muss in die Richtung, wo ich hergekommen ist. Da muss ich rein. Da muss ich hin. Glaube ich. Das war der gute Arm mit den fünf Fingern. Nee, ich habe an beiden nur noch vier Finger. Da, siehst du ja. Oh Gott, der Knochen guckt da raus. Komme ich an dem irgendwie an vorbei? Ich bin da mal kurz weg. Oh, Licht. Hier sind wir! In den wollte ich doch rein. Okay. Ich bin erstmal so weit weggelaufen, wie es ging. Was? Was? Ich sehe ja schon, wo du am letzten Bohr gibt es einen Lüftungsschacht, wenn das da ist, wo ich denke. Ihr habt einen Lüftungsschacht gefunden. Das war aber nicht im Büro. Enemy Black Dash, aber bitte auch keine direkten Spoiler oder sowas. Das ist zwar lieb von dir gemeint, aber also so direkt irgendwie zu schreiben, du im letzten, ne, gibt's irgendwie, das ist schwierig. Ein bisschen was muss ich auch selber machen können hier. Moment, hier war ich doch schon mal drin. In der Küche. Ich bin davon. Ach klar, ich muss ja auch zurück irgendwie. Zum Fahrstuhl muss ich ja auch. Genau. Ich wollte sagen, der war ich doch schon mal. Ja dann. Na go. Du one. Was? Er heißt Well. Was? Warum die Frage, wenn ich fragen darf? Achso, ich frag nur, warum fragst du? Weil Ela mein Moderator ist, sie passt auf mich auf. Das ist die Großküche, hier wird er nicht kochen. Nee, hier kocht überhaupt keiner. Der Einzige, der für mich kocht oder mich kocht, ist Tütendackel. Er bevorzugt Love. Sehr schön, Stuhlmuffel. Ja, bei. Ich habe diese sehr schöne Love-Tasse hier. Da, muss ich mal zeigen. Diese Love-Tasse, genau. Das ist. Sie fragt, weil sie ein Schwert von den anderen hat. Ja, nee, meine Moderatoren kümmern sich immer ganz lieb um mich. Du hast übrigens gerade alle drei kennengelernt. Hallo? Oh, Endstation. Finde einen anderen Weg nach draußen. Was heißt einen anderen? Mir fehlte bisher die Alternative. Nimm ich überhaupt auf? Ja, tue ich. Wow.
Cool. Wow. Was ist das? Das ist das Salz? Ich könnte mal dran lecken, dann wüsste ich's. Okay, das sieht so nach unterirdischen Laborräumen aus. Mach ich jetzt zu oder nicht? Ich weiß nicht. Ach, die zuckt noch, die Aufzugstür. Notizen. Anders, nicht der vorgesehene Weg. Was ist denn der vorgesehene Weg? Gezwungen, Umwege zu machen? Naja, toll. Das ganze Spiel besteht aus Umwegen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das darf ich jetzt mal so sagen, da steht er nämlich. Wie auch immer man die Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Mirkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Hallo, warum denn so negativ? Noch ist doch hier nichts verloren, oder? Okay, unterirdische Rohre. Auch wieder komische Geräusche von links. Oh, mal diese Kamera. Git. Ja, könnte ich mal. Das Geräusch ist eklig. Moment, haben wir hier von hinten die Videoaufnahme mal gesehen gehabt? Von da oder so? Wir haben doch mal eine Videoaufnahme gesehen von hier, oder nicht? Mir war so. Eine Akte. Wir haben noch von so einem Überwachungsraum mal mit Wachmännern was gesehen. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn und Brand und aufgewühlt stürzte ich von dann und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Bah, warum muss man sich auch verquasseln? Also, kann man sowas nicht mal vernünftig lesen? Gibt's hier Batterien? Ist hier meine Batterie? Sicher ist sicher. Du vielleicht. Kann ich es hier active? Ja, active ist es nicht. Na klasse. Okay, Speicherpunkt. So gut. Dann kann ich ja Licht erstmal auslassen. Na. Ja. Im A-Block, okay. Wir sind im A-Block. Was? Jo, dran lecken, Ola Schlawiner. Was? Ist doch nur Salz. Ja, der kleine Will kann das noch nicht, aber der Große ist dann schon. Was kann ich nicht? Achso, auf mich aufpassen. Ja, genau. Wenn ich groß bin, kann ich auch alleine auf mich aufpassen. Morphogenic Engine Chambers. Ah, wie, Moment. Denn ist der morphogenetische oder morphogeologische Antrieb da? Aber da komme ich doch her. Was ist denn das hier? Das ist eine Zelle, oder nicht? Die kriege ich gar nicht auf. Dann müssen wir wohl da rein. Ah, komm. Wieder zu doof, Türen zu öffnen hier. Ach du Scheiße. Hier wird's eklig, glaube ich. Ich trinke erstmal einen Kaffee. Maureen Solutions. Das sieht aber nicht nach OP-Tisch aus. Oh Mann, diese Kamera! Kann das mal aufhören? Ich verjag mich jedes Mal. So ein bisschen. Das ist Sterben auf Raten, was ich hier mache. 22,6. Hm. Sieht aber echt aus, die Maschine hier, ne? Wenn die schaltern. Gibt es hier noch Akten oder so? Ich will da nicht durchlaufen. Das ist bäh.
Okay. Ein Röntgenbild. Nun kappen wir. Es hat sich doch noch bewegt eben, oder nicht? Git. Na klasse. Köpfe. Ah, Penkeler. Die Penkeler bringen jetzt auch nichts mehr hier. Ach, hier ist eine Akte. Sehr schön. So, Dokumente. Obduktion nach dem Tod. Moment. Hier hat doch niemals eine Obduktion stattgefunden. Hier ist, obwohl, das ist hier ist so ein, das ist so ein, aber dies, doch, das ist so ein Tisch mit Blutablaufbecken. Stimmt, genau. Projekt Wallrider, Obduktionsbericht MM 1300921, Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten von Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Walland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Mann, ich kann es wieder nicht sprechen. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. Wie bei den Borg? Sie werden assimiliert werden? So müde. Woanders habe ich doch eben schon bei dir gelesen. So müde. Zweifle an deinem Urteilsvermögen. Meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Gereiz ist dezent untertrieben, wenn ich an Fußkettchen Chris denke. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem sie ihm Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Das ist ziemlich kontraproduktiv, was mir da die ganze Zeit über. Was? Dead by Daylight? Ja, Dead by Daylight. Wird auch kommen. So, ja, das ist kontraproduktiv. Das ist der richtige, das ist noch eine Untertreibung. Delivery Exit. Das klingt doch gut. Lieferausgang. Na, ziehen. Okay. Flüssiger Stickstoff. Oh Mann! Sag mal, das zählt ihr nicht jedes Mal hoch, oder? Nee, weiß ich nicht. Righty. Okay. Kann ja nochmal rübergehen. Ohne zu. Okay. Oh, da geht's raus. Hier ist Wüste. Hier ist ein Fahrzeug. Warum ist denn hier Militär? Moment mal eben, wieso ist denn hier Wüste? Ich bin noch kilometerweit unter die Erde gefahren mit dem Fahrstuhl. Wie kann denn hier schon wieder. Das stimmt doch. Ich bin doch nach unten gefahren, oder nicht? Nee. Das machen wir gleich. Ich bin doch nach unten gefahren, oder bilde ich mir das ein? Oh, das klingt schon wieder übel hier. Das ist ja ein schwieriger Raum hier. Okay. Für den Hubschrauber. Oder sowas. Na klasse. Oh Gott, was ist das?
Ich muss hier weg. Oh, ich kann nicht nach hinten gucken dabei. What the fuck? Wow. Oh mein Gott. Wow. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Inneres an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht den anderen gefunden hast. Ja, ich würde sagen, Chris belästigt uns nicht mehr. Er hat uns durch diesen Luftschacht verlassen. Finde ich in die Richtung weiter. Also das Viech möchte ich nie nochmal haben. Und so lieber will, macht man Salami. Ja, so sieht das aus. Tolle Wurst, ey. Sicherheitsalarm. Moment, da ging es jetzt auch nicht weiter. Da war aber vorher noch ein Fahrstuhl. Na klasse. Okay, ich komme hier definitiv nicht weiter. Spielst du danach Whistleblower DC? Danach spiele ich erstmal was ganz anderes. Also ich möchte das heute ganz gerne durchspielen. So lange kann es ja vielleicht nicht mehr dauern. Und danach machen wir was ganz anderes. Irgendwas, was viel besser für meine Nerven ist. Und ich habe das Whistleblower DC. Na klasse. Hallo? Moment, ich habe die Untertitel für euch ausgeschaltet. Fällt mir jetzt gerade ein. Da, Untertitelanzeige. Ich meine, ich hätte sie auch ganz gerne. Ich bin angeblich tot. Nein, so viel. Ja. Ich lese mal nicht mit. Ist das Wernicke? Wir machten aus den Körperzellen Nanofabriken. Zellen produzieren normalerweise Moleküle, aber über eine psychosomatische Herangehensweise entwickeln wir die benötigten Moleküle. Der Geist steuert den Körper. Es war dumm und falsch anzunehmen, wir könnten es kontrollieren. Mit Geisteskranken etwas so Mächtiges zu erschaffen. Ah ja, 0-0. Sie müssen ihn aufhalten. Billy ermorden, seine Geräte abschalten, seine Anästhesie. Sie müssen ungeschehen machen, was ich getan habe. Toll. Ich muss wieder den scheiß Job hier übernehmen. Niemand kann diesen Ort leben entkommen. Sie müssen ihn töten. Wie soll ich denn einen Schatten töten? Entschuldigung. Finde Billy im Hauptlabor. Das sieht eher so aus, als würde Billy mich finden, oder? Ihr braucht mir... Wir haben etwas Ähnliches 1944 erreicht. Die Faschisten dachten, es seien Geister. Und ich ließ sie in den Glauben. Ließ sie sich selbst umbringen. Und denken, es gäbe eine Art Leben nach dem Tod. Narren.
Toll, armer Alan. Wenn er wüsste, was ich aus seinen Träumen gemacht habe. Billy will nichts Böses. Ja, er will nur spielen. Er ist ein Kind mit krankem Geist, dem göttliche Kräfte verliehen wurden. Es würde jeden von uns in ein Monster verwandeln. Sie müssen es beenden. Wir müssen alle hier sterben. Murkoff kannte die Gefahr, aber es war ihnen egal. Für die Konzerne sind wir nichts anderes als Geld auf einem Konto und der Profit, den Projekt Wallrider abzuwerfen, versprach, stellte die jämmerlichen Kosten in den Schatten, die ein paar Ärzte und Patienten darstellten. Er wird sich ausbreiten, wenn sie ihn nicht aufhalten. Der morphogenetische Antrieb ist selbsterhaltend. Ich bete zu Gott, dass sie die Kraft haben, es hier mit ihrem Tod zu beenden. Ich möchte endlich ruhen. Billy will mich nicht sterben lassen. Er könnte nie begreifen, wie grausam das ist. Ich möchte nur sterben. Toll. Was ist denn das da überhaupt für ein Rubensbild hier? Na klasse. Was ist das, ein Greif? Der frisst auf alle Fälle Mann auf. Das ist ein tolles Gemälde. Hast du super gemacht. Na klasse, jetzt ist ja wieder auf, oder wie? Na super. Gut, okay, dann verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn ich hier... Ja, ich bring dich auch nicht um. Da kannst du Gift draufnehmen. Das musst du schon selber machen, wenn du dich in dieser blöden Glaskammer einschließt. Toll, bequemes Wohnzimmer. Der hat bestimmt einen ganzen Haufen Batterien da drin. Die Sau. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.